immer mehr Menschen fragen sich, wie leben mit den hohen Preisen? Eine Spurensuche in drei Ländern. In diesem Jahr sind die Fische teurer als sonst, weil die Fischer nicht zu viel fangen. Es ist schwer, wenn einzelne Dinge plötzlich um 50% teurer sind. Wir verkaufen ein Produkt um 20 Cent pro Kilo und im Supermarkt kostet es dann 2 Euro. Gesundes Essen muss nicht teuer sein. Ich hoffe, den Leuten zu zeigen, auch mit einem kleinen Budget kann man gut essen. Speisen und Getränke in Restaurants sind um bis zu 20% gestiegen, Hotels um gut 10%. Energie ist teuer. Der Liter Superbenzin kostet knapp 2 Euro. Immer wenn wir Fisch geliefert bekommen, ist der Preis höher als am Vortag und wir sind daher gezwungen, unsere Preise, wenn auch gemäßigt, anzupassen. Wir haben aufgehört, so oft auszugehen, um Geld zu sparen. Und leider sind die Preise der Pflanzenschutz- und Düngemittel in den vergangenen 3 Jahren um mindestens das Dreifache gestiegen. Natürlich kann man Fleisch dazugeben, aber das wäre teuer.